Die Selbstmitgefühlspause. Die Selbstmitgefühlspause ist eine informelle Übung, die du im Alltag nutzen kannst, wenn du dich sehr gestresst fühlst oder gerade eine schwierige Situation erlebst oder wenn du dich emotional sehr, ja, vielleicht herausgefordert fühlst. Informelle Übung bedeutet, dass für diese Übung keine besondere Sitzhaltung erforderlich ist oder generell besondere Haltung, sondern dass du die Übung mitten im Alltag, nämlich immer dann, wenn du Stress spürst, anwenden kannst. Und wenn du diese Übung jetzt zum ersten Mal machst und vielleicht gerade gar keinen Stress spürst, dann denk einfach für Übungszwecke an eine Situation, die für dich schwierig war in letzter Zeit, die Stress ausgelöst hat. Und lass diese Situation einfach in Gedanken auftauchen. Es sollte jetzt nicht vielleicht die größte Schwierigkeit sein, also kein riesiges Problem, sondern ein mittlerer Schwierigkeitsgrad. Besonders eben dann, wenn du die Übung zum ersten Mal machst. Es kann ein familiäres Problem sein oder ein berufliches, vielleicht ein Beziehungsproblem oder Schwierigkeiten in Verbindung mit der Gesundheit, bei dir selbst oder auch bei Menschen, die dir nahestehen. Und wenn dir jetzt mehrere Personen bzw. mehrere Situationen einfallen, dann wähle eine aus, und wenn du an diese Schwierigkeiten, die mit dieser Situation verbunden sind, denkst, dann kannst du wahrscheinlich Stress oder Unbehagen im Körper spüren. Und lass dir Zeit dabei zu spüren, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Vielleicht ist da irgendwo Druck oder Kälte oder Wärme oder Anspannung einfach zu spüren. Und wenn du das wahrnimmst, dann mach dir bewusst, dass das, was du gerade erlebst, einfach schwierig ist. Es ist ein Moment des Leidens ist. Und du kannst innerlich zu dir selbst sagen, das ist ein Augenblick des Leidens. Oder vielleicht passt eine andere Formulierung besser für dich, zum Beispiel, aua, das ist echt hart, es tut weh. Oder vielleicht auch, das ist Stress pur. Oder eine Formulierung, die für dich passt. Mach dir dann bewusst, dass du mit dieser Schwierigkeit, mit diesem Schmerz nicht alleine bist, sondern dass alle Menschen auf der ganzen Welt immer wieder Leid und Kummer und Stress erleben. Und sag wieder einfach zu dir selbst, Leid gehört zum Leben. Oder vielleicht passt auch, ich bin nicht alleine damit, wir alle erleben schwierige Zeiten. Oder eine Formulierung, die einfach für dich besser passt. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt im dritten Schritt
deine Hände oder eine Hand auf deinen Herzbereich legen oder auch eine andere Körperstelle, die sich für dich angenehm anfühlt. Und einfach mal die Wärme spüren, die von deinen Händen ausgeht. Und vielleicht auch die Sanftheit der Berührung. Und vielleicht auch die Zartheit und die Verletzlichkeit des Menschen, den du da berührst. Und sag dann zu dir selbst, möge ich freundlich mit mir umgehen? Möge ich freundlich und gut zu mir sein? Vielleicht gerade, weil es momentan so schwierig ist. Andere Formulierungen sind oder wären, möge ich gut für mich sorgen? Möge ich mich so annehmen, wie ich bin? Oder vielleicht auch, möge ich mir verzeihen? Möge ich mutig und stark sein? Vielleicht gibt es ganz eigene Sätze. Eigene Sätze, die gerade besonders gut für dich und deine momentane Situation passen, angesichts dieser Schwierigkeit, die du gerade erlebst. Und vielleicht, wenn dir gerade keine eigenen Worte einfallen, dann denk einfach dran, was würdest du einem guten Freund, einer guten Freundin Tröstendes sagen, angesichts dieser Schwierigkeit? Welche Worte würdest du wählen, um Trost zu spenden? Oder noch eine andere Möglichkeit ist einfach, sich vorzustellen oder ja, daran zu denken, was würdest du dir vielleicht gerade jetzt besonders wünschen zu hören? Welche Worte würdest du angesichts dieser Schwierigkeit gerne von einem anderen Menschen hören? Welche Worte wären tröstend und würden vielleicht dieses Gefühl lindern? Lass dir Zeit dabei, darüber nachzudenken, welche Worte wären tröstend. Und vielleicht ist es möglich, dass du dir diese Worte, die dir einfallen, jetzt selbst sagst. Ganz liebevoll, ganz freundlich. In einem warmen Tonfall. Aus dem Herzen gesprochen. Und falls du keine eigenen Worte hast, dann kannst du die ganz allgemeinen Worte wählen. Möge ich freundlich und gut zu mir sein angesichts dieser Schwierigkeit, dieser Situation, die ich gerade erlebe. Oder eben eine von den anderen Sätzen, die ich vorhin gesprochen habe und die sich vielleicht besonders gut für dich angefühlt haben.
und sag dir vielleicht gerade den Satz noch einmal, der dich besonders berührt hat, der besonders gut für dich passt. Und beende dann die Übung langsam. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Versorg dich mit Sauerstoff. Spür die Unterlage, auf der du sitzt oder du stehst. Spür deine Füße am Boden. Und spür einfach, wie es dir jetzt geht nach dieser Übung. Mach dir nochmal kurz bewusst, dass Trost und Freundlichkeit eine völlig natürliche, wenn nicht sogar vielleicht die einzig natürliche Reaktion auf Kummer und auf Leiden ist. Und wenn du magst, dann kannst du diese Übung ab jetzt immer dann in deinen Alltag einfließen lassen, wenn du sehr gestresst bist oder eben gerade eine schwierige Situation erlebst. Und manchmal kann das ganz kurz sein, das sind Augenblicke vielleicht von einer Minute und manchmal magst du vielleicht länger bei dieser Übung bleiben. Und du weißt, dass du auf diese Art und Weise Achtsamkeit und Selbstmitgefühl praktizierst und dass du damit den Samen der Selbstliebe pflegst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.